So in etwa 5 Millionen gestapelte Personen warten auf die Zukunft und strotzen von Vernunft. Ihre Kinder haben Fieber gegen Antidepressiva. Gehen Leute schroten, weil Fußball steht verboten. So in etwa 30 Trilliarden graue Fassaden dahinter wurden Menschen, die viel zu wenig kämpfen, weil der Fernseher stellt sie ruhig. Wenn das nicht geht, gibt's Rotlicht, dann hat man schöne Reden. Und Schröder wird verwiegen, kämpfen müssen gegen Nazis. Man weiß nicht, wer die Nazis. Doch ich seh sie auch marschieren, jede Woche wieder Hakenkreuze spielen und sie singen mehrmals wieder. Doch man soll es nicht vergleichen mit 1930, die haben voll in einer Waffe mit einer hohen Staffel. Doch merkt euch die da oben, wenn wir mal erstmal toben, gibt's nichts zu widerlegen. Dann kann man wieder leben, Mann, dann kann man hier wieder leben. Deine Augen schimmern grau, du siehst so traurig aus. Was denn los, was denn los, was denn los? Und dein Lachen ist verbittert, deine Schultern sind gebeugt. Was denn los, was denn los, was denn los? Du bist doch sonst immer so traurig, eh vorlaut und stehst in der ersten Reihe. Den, der dich so misst, den musst du erst erfinden. Wenn du an Deutschland denkst, dann kriegst du eine Gänsehaut, weil es das echte Leben ist. Ich habe Angst vor eurer bürgerlichen deutschen Einigkeit, aber Kälte bringt mich öfter ins Schwitzen. Der Chef wird auf den Kohlen und wartet langsam ab, bis die NPD im Landtag sitzt. Du mit den großen Schnauzer, deinem blöden blauen Augen. Wir waren unter deiner Uniform. Du brauchst gar nicht schönes Grinsen, denn du weißt doch ganz genau, wenn du nichts tust, dann gehst du ganz konform. Du bist doch sonst immer so vorlauf und stehst in der ersten Reihe. Den, der dich umgeht, den musst du erst da finden. Doch wenn du in Deutschland denkst, dann kriegst du eine Gänsehaut, weil du auch eine Sparmaßnahme bist. Drum links, so drei, drum links, so drei, wo dein Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitslosen-Einheitsfront, weil du auch ein Arbeitsloser bist.